Okay, ich glaube, der hat sich da gerade selbst umgebracht. Da müssen wir einfach mal kurz warten, bis ich selber weiß, wo diese Person überhaupt ist. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Teil von 112 Operator. Ist ja nicht gerade lange her, von das letzte Video. Ich meine, ich glaube, das war gestern. Ja, auf jeden Fall haben wir hier noch acht Karrierepunkte frei. Ich war jetzt einfach so frech und habe die einfach, während ich geredet habe, schon mal ausgewählt. Klick mal auf Fortsetzen. Somit haben wir schon ein paar Gebiete mehr. Und jetzt warten wir einfach mal kurz, bis es geladen hat. Also das hatte ich eben schon mal aufgenommen, allerdings lustigerweise. Hier konnte ich dann halt nächster Tipp, vorheriger Tipp und sowas. Das hat wunderbar funktioniert. Aber der Ladebalken hat nicht geladen und nicht geladen und nicht geladen. Also ja, jetzt geht's anscheinend. Jetzt klicken wir auf Start und dann haben wir das neue Gebiet. Neue Fahrzeuge würde ich sagen, ist jetzt der Streifenwagen, Krankenwagen, Feuerwehr. Und das war's eigentlich schon vom Gefühl her an neuen Fahrzeugen. Ja, super, so viel mehr ist das jetzt auch nicht. Was auch interessant ist, hier oben ewig viel. Und hier unten irgendwie, naja, Mangel. Dafür fahren die sehr schnell zumindest darunter. Das ist schon mal immerhin etwas Positives. Dann packen wir da noch einen Streifenwagen hin und dann sollte das fürs erste Mal so passen. Wir haben, glaube ich, jetzt. Oh, ich will alle Einheiten. Wir haben, glaube ich, jetzt auf jedem Fahrzeug. Also jedes Fahrzeug ist, glaube ich, gerade voll besetzt. Hoffe ich zumindest mal. Also es sieht so aus. Dann klicken wir jetzt einfach mal auf Start und dann geht's, glaube ich, auch direkt schon los. Ja. Ja, gut, das ist jetzt sehr langsam, aber. Ja, gut. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Nee, ich lasse das mal auf normale Geschwindigkeit. Also noch drei Polizeieinsätze. Noch geht das. Hier kommt der vierte Polizeieinsatz. Ja, noch sieht alles gut aus. Medizin, ja. Ja, das sieht gut aus. Oh, warum? Okay, das hier ist wohl jetzt kriminelle Organisation. Also sie hatte gerade gesagt, also mir wurde gesagt, dass man jetzt spezielle Einheiten losschicken sollte, die schwer, also besonders ausgerüstet sind. Allerdings ist das so eine Sache, weil die Ausrüstung, die habe ich zwar jetzt frisch freigeschaltet, allerdings habe ich so das Gefühl, dass man nicht gerade viel Geld verdient. Von daher habe ich die Aus also mir die Ausrüstung noch nicht zugelegt. Oh nein. Okay. Ja, das. Alter, Scheiße. ich glaube, ich brauche neue Polizisten. Freundlich ausgedrückt, neue Polizisten. Aber das war sehr interessant zu sehen. Also hätte ich jetzt Einheiten gehabt, die speziell ausgerüstet sind, dann wäre das, glaube ich, angenehmer oder glimpflicher verlaufen, würde ich mal behaupten. Aber naja, das war halt nicht so der Wahrheit entsprechend. Ja, super. Jetzt habe ich schon wieder vom Gefühl her zu wenig Polizeifahrzeuge. Feuerwehr geht gerade, aber wie soll ich das mit Polizei machen? Ich habe hier doch vom Gefühl her nichts frei, aber gut. Ich meine, der ist, lädt jetzt ab und dann, super. Und da unten kommt ein neuer Polizeieinsatz, ja. Mann, ich habe ja genug Fahrzeuge. Warum nicht? Warum nicht? Dann nehmen wir uns den, fahren dort runter mit dem. Das packe ich mal dahin. Und dann kommt auch direkt der erste Anruf. 112, what's your emergency? Ein Freund von mir möchte betrunken Auto fahren. Have you tried stopping him, miss? Of course I did. He doesn't listen to me at all.
Where are you, ma'am? An officer will be there shortly. Please hurry, before he hurts someone. Ja gut, anscheinend möchte der Freund von einer Person betrunken Auto fahren. Gut, ja gut, dann schickt man da einfach mal eine Polizeieinheit hin und dann sollte das eigentlich auch schnell gelöst sein. Außer der fährt natürlich jetzt los. Ja gut, die haben kein Wasser mehr, dafür kommt ein neues Fahrzeug. Beamte außer Gefecht, ja gut, ich weiß. Warum habe ich da ein Polizeifahrzeug hingeschickt, wenn das medizinisch und feuerwehrtechnisch ist? Ja gut, die werden halt alle noch versorgt. Ach, da Bandenkrieg. Okay. Ach, da ist natürlich jetzt auch was. Ja. Da ist auch was. Wie sieht das hier mit den Einsätzen aus? Die sind teilweise... Alter, wie viel... Ja, der nächste, der ist hier. Ja gut, die kann ich nicht verwenden, die Fahrzeuge. Dann schicke ich den mal dorthin. Den dorthin. Ja, dort schicke ich Polizei hin. Den dorthin. Den dorthin. Boah, Alter, was geht denn hier gerade ab? Wir werden angegriffen, okay. Ja gut, das hat sich ja jetzt erledigt. Ja, Medizin. Ich habe halt nicht gerade viel Medizin frei, würde ich mal behaupten. Ja gut, das heißt nicht viel frei. Den kann ich dorthin schicken. Ach, da habe ich auch noch was offen. Ja, der blinkt schon so lustig. Ja, ach, da ist auch noch was. Natürlich ist dort was. Und da kommt auch was Neues. Ja, hier habe ich noch zwei verletzte Personen. Super, und das Fahrzeug, das kann ich nicht mehr verwenden. Die Polizei schicke ich dann dorthin. Den Krankenwagen schicke ich... Oder das Motorrad. Medizinischer Transport benötigt. Ja, gut. Der sieht soweit gut aus. Hier ist ja anscheinend nur ein Verletzter. Was, wie viele sind hier? Okay, das reicht nicht. 112, what's your emergency? Oh, I've finally reached you. Hi. Yes, you've reached 112. Is there an emergency? How are you, my friend? Is this some kind of a joke? Where are you, sir? It really doesn't matter. I don't understand, sir. Jeez, nothing! I'll leave you be, just like everybody else did! See you in hell, fuckers! Okay, ich glaube, der hat sich da gerade selbst umgebracht. Da müssen wir einfach mal kurz warten. Bis ich selber weiß, wo diese Person überhaupt ist. Ja, ich glaube, der hat sich da gerade selbst umgebracht. Aber, na gut, passiert halt mal. Der Sanitäter benötigt, das ist mir klar. So, ich habe immer noch Einsätze offen, okay? Alter, wie die Karte hier aussieht. Ach, da ist Medizin. Dort schicken wir was hin, ja... Ja, super. Genau. Schick mir doch noch mehr. Dort hätten wir was frei, aber... Ja, gut. Schicke ich den mal dahin. Den schicke ich mal... Alter, wie weit er fahren muss. Also offen haben wir anscheinend... Polizeieinheit benötigt, Sanitäter benötigt. Da schicke ich einen Sanitäter hin. Okay. Super.
Polizei stecke ich dorthin. Feuerwehr? Ja. Ach, hier brauche ich auch Feuerwehr? Ja. Hier ist was Medizinisches. Okay. Ja, ich brauche Polizei. Polizei. Naja, komm, dann kümmer du dich darum. Dann habe ich hier wieder frei. Ja, super. Ich habe... Ja, wo sind denn die ganzen? Ach, da ist auch wieder was. Dann ist hier ein neuer. Ich habe ja hier einen Krankenwagen stehen. Dann habe ich hier auch bereits neu irgendwas mit der Feuerwehr. Sieht mir aus wie technische Hilfe. Ja, den schicke ich dorthin. Ich habe irgendwo noch Polizei offen. Ja. Da brauche ich ein Polizeifahrzeug. Endlich mal, nach 3 Jahren. Und die Schicht ist gleich so gut wie vorbei. Gut, die Schicht ist vorbei. Dann arbeiten wir jetzt noch die letzten Einsätze ab. So. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir müssen gleich neue Polizisten kaufen. Hier haben wir noch eine offen. Denn dadurch, dass natürlich dort Schüsse gefallen sind. Also das nächste, was ich mir zulegen sollte, ist ein speziell gepanzertes Fahrzeug. Habe ich ja freigeschaltet. Und dazu natürlich auch die passenden Polizisten. Aber ich meine, ich verdiene halt nicht gerade viel Geld. Von daher ist halt so die Sache, was man da machen soll, wenn man nicht viel Geld hat. Ja. Wir werden... Ja gut, die haben ja genug Plätze für 4. Ja, haben die. Reicht ja aus. Da ist ja Krankenwagen und Feuerwehr auf dem Weg. Hier kriegen sie Verstärkung mit Wasser. Wow, den habe ich verloren. Super, danke. Ja, hier kommt ja jetzt Wasser an. Dort ist jetzt Wasser und dann können sie jetzt weiter löschen. Perfekt, sieht gut aus. Ja, vor allem, weil sich das hier entleert. Ja. Ja, Feuerwehr benötigt, die kommt doch da gerade. Weißt du, Mediziner sind schon im Haus, obwohl es brennt. Okay. Polizeitransport benötigt, achso, gut. Ja, gut, da ist auch ein Motorrad. Ich weiß immer noch nicht, ich kaufe irgendwann die Motorräder, wenn ich genug Geld habe. Ja, da sind... Ja, passt. Gut, ich brauche da... Ich brauche da definitiv Wasser. Ey, habe ich jetzt... Nee, die Drehleiter, die muss da nicht mit. Ach, jetzt habe ich... Natürlich ist da Einsatz fehlgeschlagen. Er hätte es nicht mal bis dorthin geschafft, das Fahrzeug. Na gut. Ach, da ist noch mehr Transport. Digga. Na gut. Ich hoffe, den schaffe ich noch. Naja. Ja, gut, das Motorrad, aber das ist so doof, dass das Motorrad keinen transportieren kann. Einladen, okay, auf dem Fahrzeug ist nur noch ein Polizist, wie man das so schön erkennen kann. Ja gut, das Fahrzeug ist schneller wieder zurück, hat abgeladen und dann wieder beim Einsatz. Aber Krankenwagen braucht er nicht, oder? Weil es sieht halt echt so aus, als bräuchte der einen Krankenwagen. Aber gut, ich weiß halt nicht. Naja, wir warten mal. Das ist ja eh der letzte Einsatz. Ich hoffe nur, dass, dass die Zeit von dem Einsatz nicht abläuft. Der lädt den ein und dann... Doch, war es das schon. Okay, gut. Wir haben dieses Mal auch wieder ein paar Sachen, glaube ich, nicht gelöst. Ich hab's übersprungen. Ja gut, wir haben jetzt 85.000. Jetzt gucken wir mal hier kurz bei vordefinierte Einheit. Und zwar sehen wir hier die SWAT-Einheit. Die kostet 190.000. Die hat dafür natürlich die Panzerung, wie man hier sieht. Gut, das hat auch Panzerung, der Wasserwerfer anscheinend. Aber die haben auch dementsprechend die Waffen. Aber ich meine 190.000 und wir haben 85.000. Das ist ein kleiner Unterschied.
Was man kurz gucken kann. Ja, wir brauchen neues Personal. Die anderen haben gekündigt wahrscheinlich. jetzt habe ich... Ja, mir ist schon klar, dass ich den einen nicht einstellen konnte. Den will ich ja hier einstellen. Also wir haben zwei neue. Ja, das war's. Wir wählen mal nur Polizei aus. Ansonsten sind die Fahrzeuge voll. Gut, dann schauen wir mal kurz bei den E-Mails. Neue Fahrzeuge verfügbar. Tanklöschfahrzeug, okay. NEF, okay. Tipp großes Feuer. Ist, okay. Und Priorität von Maßnahmen. Egal. Ja, auf jeden Fall hoffe ich soweit, dass es euch gefallen hat. Lasst eine positive oder negative Bewertung da. Positiv ist natürlich angenehmer. Kommentiert, abonniert, schaut in die Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.